Wundervoll. Wir sind das Wasser. Steter Tropfen hüllt den Stein. So, wir haben einen spontanen Gast, eine Gästin, und zwar aus Essen, aus dem schönen NRW, die spontan jetzt was sagen wird. Andrea, bitte. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich aus Essen gestern hier angereist bin und bei meinen lieben Freunden hier sein kann, die mich eingeladen haben, hier mit hinzukommen. Ich möchte euch gerne mal aus meiner Schule, wo ich arbeite seit 20 Jahren. Ich bin eine Expertin für Fragen der Persönlichkeit und die Persönlichkeit der Kinder in unserer Schule wird gerade mit Füßen getreten ohne Ende. Die Kinder kommen in die Schule im rollierenden System, Klasse für Klasse. Erste bis vierte Schuljahr im Wechsel. Die Freundinnen treffen sich nicht mehr. Es sind maximal 7 Kinder in einer Klasse. Sie müssen mit Mundschutz das Gelände betreten. Sie müssen einen Eimer von zu Hause mitbringen. Mit einem eigenen Handtuch, mit einer eigenen Klopapierrolle, mit Desinfektionsmittel und mit Seife. Ich habe seit 20 Jahren, seit ich an dieser Schule arbeite, mit Tausenden von Kindern gearbeitet. Und den Liebesentzug, den die Kinder gerade kriegen, ist für mich ein absolutes No-Go. Sie betteln online darum, umarmt zu werden, gedrückt zu werden, für die tolle Arbeit, die sie leisten. Und ich bin an unserer Schule die Einzige, die sagt, ich weigere mich, in dieser Schule tätig zu sein. Ich arbeite mit den Kindern online und per Telefon. Wenn Kinder ein Hygienebuch in die Hand gedrückt bekommen, mit den Regeln, wie oft sie sich die Hände zu waschen haben, wie sie die Hände zu waschen haben, und kommen dann nach Hause und kriegen gesagt, wie gefährlich das Virus ist, und sagen ihrer Mama mit weinendem Gesicht, Mama, ich kann nicht mehr in die Schule gehen. Ich habe Angst, ich bringe das Virus mit und du stirbst. Das ist keine richtige Technik. Danke. Und ich möchte Angela Merkel mal bitten, dass sie in unsere Schule kommt und sich die heulenden Kinder ansieht. Was da im Kopf psychisch mit denen passiert, das kann man wirklich sonst gar nicht mehr reparieren. Wenn die Eltern mich anrufen und sagen, Andrea, du bist ein Coach, bitte hilf mir und meinem Kind, weil die Ängste uns das Hirn zerfressen, dann bin ich da. Und ich kämpfe für jedes Kind. Für jedes. Denn die Kinder sind es wert. Danke euch. Andrea, vielen Dank.